so Aerial-Spieler, also Hollow Man, spielt er mit seinen Aerials. Aber mal gucken, vielleicht sehen wir ja auch die Downfall-Tour. Zeit. Zeit mehr und es wird Zeit für einen Tee. Für noch einen Tee. Winterzeit? Nee, Mann. Aber mit Linz bin ich dabei. Okay. Ich dachte, das würde thematisch noch zum Spekulatius passen, weißt du? Ja, wir sehen Splash Mage hier nicht auf seinem Gunner, Swordfighter. Oh oh. Stimmt, gegen Game & Watch muss man echt aufpassen mit seinen Projektilen. Und schluckt einfach alles. Und dann hat er seinen Eimer und dann ist er ziemlich zerlegt. Den kippt er dann auch aus Versehen mal aus und dann tut's weh. Genau. Was er in seinem Eimer hat, aber es ist sehr, sehr tödlich. Okay, aber bisher, ja, Prozente. Oh oh. Oh oh. Okay, das könnte jetzt der Big Game Changer sein. Ich glaube, er hat auch eine Combo von Downthrow. Downthrow into Bucket. Vielleicht auch noch ein Random Fact, der ganz gut ist. Wenn Mr. Game stirbt, hat er immer noch den Bucket. Ah. Oh. Okay, das ist nicht wie beim Brave bei Wario oder sowas, dann ist, dass er weg ist. Genau. Obwohl der Waft, der bleibt auch, wenn man stirbt. Beispiel ist zum Beispiel Go von Terry. Der verschwindet. Und viele Comeback-Mechanics sind, ja, verschwinden, wenn man den Stock verliert. Zum Beispiel, Sephiroth. Oh oh. Der zu recovern hier gerade anscheinend. Ja, der kann es auch einfach gut dicht machen, ne? Mit dem Zeit B. Ja. Ja, selbe Situation. Ja, doch, kommt da hoch. Au. Oh. Ganz schön am Schild genagt, aber überlebt. Und jetzt hier immer noch nur 57%, also Papi Chow weiß hier auf jeden Fall, wie er gegen Game & Watch spielt. Spielt er noch selber, habe ich auch schon gesehen bei ihm. Mhm. Ja gut, dann bist du auch immer viel mit dem Vorteil, ne? Du weißt halt so ein bisschen die Entfernung, wie weit ist denn überhaupt, wie weit reicht es jetzt einfach, ne? Genau. Und vielleicht auch sowas wie, wenn ich diesen Charakter spielen würde, was würde mich jetzt nerven? Und dann machst du einfach genau das. Mm, ja, stimmt. Oh, okay. Er hat connected, direkt ins Gesicht gehalten. Also jetzt hier schon zwei Stocks. Verloren. Papi Chow hatte auch eine ziemlich gute Leistung jetzt hier beim NRW Cup. Dabei, okay. Hey, leider gar nicht. Es war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Es hat Spaß gemacht, das zu sehen. Warst du persönlich vor Ort? Nee. Ah, nein. Das kostet mir zu viel Zeit. Mehrere Tage so. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber jetzt. Oh, okay. Jetzt ist doch mal ein Bucket, der connected. Und ja, also das ist jetzt gerade auch so ein bisschen Win Condition auch. Ne? Also er braucht schon ein paar volle Buckets, um das hier gerade zu holen. Oh, oh. Da kommt direkt noch einer. Aber der war schwach, glaube ich. Das war nur, glaube ich, ein Feuerbucket. Nur drei Hits vom Feuer. Ja, man sieht, Hollow Man hat auf jeden Fall Probleme hier. Sich an Splash Mage zu gewöhnen, an seinen Playstyle. Oh, so stark einfach. Das ist natürlich auch schwer. Für Game & Watch da nicht sofort zu sterben. Ja, wir haben es eben in dem Match davor schon von Papi gesehen, ne? Also dieses Donnerschwert ist halt auch einfach. Das brettert so böse rein. Oh ja. Ah, guck mal hier. Ja, er ist noch da. Hier ist es schon 23 Uhr und die chillen im Hotel. Buddhistischen Keklok Sea Tempel. Okay, das klingt spannend, auch wenn ich mir da so nichts drunter vorstellen kann. Überhaupt aber nicht. Klingt auf jeden Fall cool. Ist denn da Regenwald oder was ist da so für ein Klima? Und wie warm habt ihr es gerade? Also bei uns ist auch gerade eigentlich ziemlich warm. Wäre ich gut in Erdkunde, könnte ich dir das bestimmt sagen. Also ich glaube, es ist so irgendwie tropisch. Malaysia klingt irgendwie tropisch. So, wir gehen auf Hollow Bastion. Okay, er gibt dem den for free, aber weggeschmissen. Ja, wird auch low damage dann nachher sein, ne? Okay.
Starter. 50%, ziemlich gut. Mal schauen, ob Hollow Man das hier jetzt gerade zurückholen kann. Das ist immer noch Best of Three, also ist jetzt gerade wichtig, dieses Game für ihn zu gewinnen. Und das Verraten hat er gecatcht. Ist auch immer wichtig. Es sind zwar ein paar Prozent, aber es sind immer ein paar Prozente. Okay. Ja, also die Out of Shield Upbees sind schon mal mehr geworden. Ist auch keine schlechte Methode. Oh, der Jab. Der Jab einfach. Das hat schon gekillt. Linotox hat wohl gegen Niceface gerade gewonnen, also davor und Linotox in den Semifinals. Und oh! Wie deep offstage hat er ihn dann damit noch treffen können und der Engel unterhalb der Stage hat dafür gereicht, um da jetzt nochmal den Stock zu holen. Sehr schön. Okay, also das ist schon mal deutlich mehr competitive als das erste Game. Aber Hollow Man sieht, sein Play sieht schon so aus, als ob er schon ein paar Games erstmal spielen müsste, um gegen diesen Charakter reinzukommen. Man sieht den halt echt schon ziemlich selten. Also Robin, das ist auch immer so, wenn du Mad Ice King, das ist so der Beste aus Europa mit Robin, wenn du den anders seedest, weil der hat in er hat jetzt nicht die besten Ergebnisse unbedingt in Holland, das ist ein Holländer, aber wenn du ihn in internationalen Turnieren unterseedest, dann zerstört er dir das ganze Bracket, weil er halt ein Character Specialist ist und man sieht den Charakter einfach selten und ist ein gefährlicher Charakter. Deswegen, ja, muss man da schon mal manchmal, ja, gucken, wie man das macht. Oh, 28% nur, aber okay. Was der 33 gerade im tropischen Klima. Wow. Jetzt wird es nochmal interessant, ne? Beide auf dem letzten Stock. Hast du da Smash gespielt, auch Repos? Das musst du mir auch erzählen. Hast du da Smash gespielt? In Malaysia und in Singapur. Spannend, Alter. 33 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit wäre für mich aber auch fast wie Sauna. Da bist du aber wirklich am Sweaten, wenn du spielst. Auf jeden Fall. Da ist man am Schwitzen, auch wenn man gar nichts spielt. Am Reinschwitzen. Okay, ja, das ist knapp gerade. Ja. Also die Gefahr geht halt immer noch von Robin aus. Aber ja, es werden jetzt noch ein paar Sachen reflektiert werden. Da sind halt noch zwei da. Ne? Aber ja, genau, aber nicht darauf versteifen. Kann auf jeden Fall auch ohne killen. Das ist gefährlich jetzt gerade. Oh! Oh! Okay. Ja, Hollow Man spielt schon in diesem Game viel besser gerade. Mal gucken, jetzt aber wieder an der Edge. Gefährliche Situation. Oh. Jump ist, glaube ich, weg. Okay. Oh! Oh, oh. Oh, das ist spannend. Oh, unfair! Oh, 2-0 für Hollow Man. Ich hätte ihm jetzt echt noch ein Best of 5 gegönnt, einfach weil das knapp wurde, also richtig knapp. Ja, schade für ihn, aber so ist das nun mal.